Die Tinte ist getrocknet, der Vertrag besiegelt. Im Zittauer Rathaus wurde in diesen Tagen die vor 3 Jahren begonnene Kooperation für den Stromsparcheck kommunal verlängert. Oberbürgermeister Thomas Zenker und der Geschäftsführer der SAPOS gemeinnützigen GmbH Michael Rönisch unterzeichneten eine Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit. Das ist für uns ein sehr gutes Projekt, was sozusagen ein ergänzendes Angebot ist für unsere Einwohner. Ist insbesondere an die gerichtet, die jetzt nicht so das hervorragende Einkommen haben, denen geholfen wird, mit dem Stromsparcheck auch an den richtigen Stellen zu sparen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Sache der Energierelevanz, die für unsere Stadt insgesamt eine Rolle spielt. Sie wissen, wir sind Stadt mit dem European Energy Award. Wir haben uns dazu verpflichtet, energiesparend zu handeln, umweltfreundlich zu handeln. Das ist in meinen Augen auch eine Daseinsvorsorge, die wir alle betreiben sollten. Es geht um unsere Kinder. Den Stromsparcheck gibt es bereits in mehr als 150 Städten und Gemeinden. Und das geht so. Die Stromsparteams besuchen die Haushalte, die sich zum Check angemeldet haben, messen vor Ort den Strom- und Wasserverbrauch von Haushaltsgeräten und analysieren das Verbrauchsverhalten der Bewohner. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps, wie die Haushalte allein durch Verhaltensänderung Energie einsparen können. Aus den von sogenannten Stromsparhelfern aufgenommenen Verbräuchen werden in einer Datenbank Einsparpotenziale errechnet. Im zweiten Besuch werden die vorher analysierten Stromfässer abgestellt. Wir bauen Soforthilfen, nennen wir das, LED-Lampen und so weiter ein, kostenlos bis zu 70 Euro, je nach Haushaltsvolumen, wie viele Menschen da im Haushalt leben. Und das ist kostenlos. Die Beratung ist kostenlos, die Gespräche sind kostenlos. Alles, was mit uns in Verbindung steht, ist kostenlos für den Kunden. Neben den Soforthilfen werden unter Umständen auch Kühlgeräte-Gutscheine im Wert von 150 Euro ausgereicht. Für den Stromsparcheck können sich Haushalte mit geringem Einkommen anmelden. Berechtigt sind Personen, die Sozialleistungen wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II oder Wohngeld beziehen, aber auch Senioren mit geringer Rente. Bisher wurden allein in Zittau über 500 Haushalte beraten. Insgesamt 71.000 Euro Energie- und Wasserkosten vor Ort eingespart. Auf Bundesebene sind der Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen für die Projektsteuerung verantwortlich. Die Erfahrungen mit den Kommunen sind gut. Sie waren die ganze Zeit während des Stromsparchecks immer gut. Jetzt seit einem Jahr heißt der Stromsparcheck auch Stromsparcheck kommunal, damit alle Standorte sich nochmal auf den Weg machen in Richtung Kommune, in Richtung lokale Netzwerkpartner. Das ist für uns und auch fürs Umweltministerium, die ja auf Bundesebene das Projekt fördern, ein ganz wichtiger Baustein in der Perspektive, die Projekte zu verstetigen. Wenn die Projekte verstetigt sind, dann stellen wir damit auch sicher, dass das Angebot des Stromsparcheck den einkommensschwachen Haushalten in der Region, in der die Projekte tätig sind, dauerhaft zur Verfügung steht oder zumindest längerfristig zur Verfügung steht. Und wir stellen einfach fest, dass die Haushalte sehr von dem Angebot und von der Beratung profitieren, weil sie ja im Durchschnitt bis zu 150 Euro im Jahr an Energiekosten sparen. Und bei einem einkommensschwachen Haushalt ist das eine Summe, die sich wirklich lohnt und die sich bemerkbar macht im Geldbeutel. Für den hiesigen Standortleiter bedeutet die Zusammenarbeit vor Ort eine klassische Win-Win-Situation. Die Bürger haben was davon, indem sie einfach ihre persönlichen Kosten reduzieren. Die Kommune hat etwas davon, weil Sozialkosten gespart werden. Und zum Schluss hat die Umwelt was davon, in dem Falle, weil wir weniger Energie verbrauchen, die sonst irgendwo produziert werden müsste und natürlich die Umwelt belastet. Übrigens, Anmeldungen zum Stromsparcheck sind per Telefon oder per E-Mail möglich. Auch die hiesigen Stadtwerke auf der Friedenstraße in Zittau stehen gern mit näheren Auskünften zur Verfügung.